Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wir haben ein weiteres Replay vom Julian und der setzt erstmal direkt den Tiger in Brand. Okay, das wurde wohl nichts. Königstiger ist tot. Leider nicht von Julian. Eine Abschusshilfe hat er bis jetzt. Also er kriegt 5 Kills, 2 Abschusshilfen und er leidet sogar einen Tod. Auf der Map Fulda. Und das war wieder Premium-Schuss. Den Fahrer, den Ladeschützen und den Tank getroffen. Ja, damit auch den Kill. Sehr schön. Alle 4 Besatzungsmitglieder ausgeschaltet. Das finde ich immer noch so lächerlich, dass der IS-2 nur 4 Leute hat als Besatzung. Oder generell der IS-3 und IS-4 ebenfalls. Die haben alle nur 4 Panzermitglieder drin. Also Panzerbesatzungsleute. So, der nächste Tiger kommt angerollt. Da kam der Julian diesmal nicht durch mit seiner krassen Munition, die eine Durchschlagskraft von, ich meine 200, ne, 303 sogar. Das ist also das Geschütz, was auch die Deutschen haben. Also der Leopard 1 zumindest. Das L7A3, beziehungsweise hier heißt das, ich weiß nicht, wie es hier heißt. Steht nicht bei. Aber das können wir ja nachher mal schauen. Aber ich bin mir sicher, dass das das Leopardengeschütz ist. Das ist vom Leo 1. So, Aufnahme läuft soweit noch. Ja. Im Moment habe ich Festplattenprobleme. Also, was heißt Festplattenprobleme? Die überläuft so langsam. Also, ich habe zu viel auf der Platte. Ich muss mal was löschen. Ja. So, den Jagdtiger kann er sogar durchschlagen, aber es wird schwer. Hat nur einen ganz kleinen Anschusspunkt, aber der Schuss ging leider gegen die Wand, also gegen die gegen den Boden. Nee, der Winkel ist immer noch zu blöd, der kommt da nicht durch. Das wird nichts. Schafft das von da? Nee. Ja, der Tiger kommt. Ich wollte es gerade sagen, der kommt doch gerade hochgerollt so ein bisschen. Dann guckt Julian weg. Er sollte einfach durch die Mauer schießen. Selbst wenn er kein Visier hat, aber das klappt. Aber das macht er nicht. Weil Julian... Ja, Julian kennt sich damit leider noch nicht, glaube ich, so gut aus. Weil das klappt ja auch eigentlich. Die Munition, die ist ja nicht so wie andere Munition, wie zum Beispiel die Sprenggranaten, die, wenn sie auf was auftreffen, sofort explodieren. Nein, das hat die Munition nicht. So, Julian hat alle im Turm verloren. Ja, das sieht natürlich jetzt nicht mehr so tadellos aus. Zum Glück hat er nicht die Munition richtig getroffen. Das wäre noch schlimmer gewesen. So. Eine Smoke hat er noch. GG. Achso, er repariert sich noch, ne? Ja, der Drehkranz wird repariert. Und Bereitschaftsmunition, soweit ich gesehen habe, wird auch aufgefüllt. 114 Raketen hat er jetzt am Start. Das hatte ich letztens schon mal gesagt. Mittlerweile wird man bei Schlachtfliegern mit Raketen nur zugeworfen. Ja, den Kill hat er. Mittlerweile wird man mit Raketen nur so zugeworfen. Also du kannst damit sau viele Kills machen. Ich zum Beispiel habe eine Taste belegt, dass ich ganze Salven abschieße. Nicht nur einzeln, so wie Julian das hat.
Der hat das wahrscheinlich noch nicht eingerichtet, aber wenn ich die Taste drücke, dann wird alles zerstört, was da in diesem Bereich liegt, wo ich hinziele. Und bei 114 Raketen kann man das auch gerne mal machen. Ich glaube aber, dieses Flugzeug nehmen sie bald wieder raus, oder? Ich meine, gut. Nicht alle sind so gut im Fliegen und im Zielen mit Flugzeugen. Ja, das hat sich dann nämlich nicht gelohnt, 114 Raketen. Davon hat er nur, 16 abgeschossen oder was das jetzt war. Naja, aber wie gesagt, damit kannst du übel Schaden machen. Die haben ja auch eine ganz gute Durchschlagskraft tatsächlich. Ja. Das war übrigens die FJ... Irgendwas mit FJ hieß das Ding. FJ-4B vielleicht. Irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich das Flugzeug, das weiß ich. Sogar, also beziehungsweise die Premium-Version. Die normale habe ich noch nicht. Oh, der Schuss, der ging aber sehr knapp an Julian vorbei. Und Julian kommt wieder mal nicht durch. Das ist halt so ein Problem, ne? Su-100. Ja, da kommt der easy durch. Nur, die hat ein Mörderrohr, da muss man aufpassen. Schießt er auf die Su. Achso, da... Ja. Ja, oh. Oh, das kam jetzt aber gerade richtig plötzlich. Alter. Ach. Da war noch eine Su, das wollte ich gerade sagen. Boah. So, jetzt aber. Ja, nicht schlecht. Wieso bewegt sich das Geschütz noch? Der Richtschütze war doch schwarz, also tot. Ganz komisch, das Ganze hier. Aber gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Das Spiel ist kaputt. So, Julian hat 2 Kills immer noch, also da fehlt noch was an Kills. So langsam müsste es aber mal scheppern. Ja, ja, jetzt kommen sie, die schweren Dinger. Los, schieß. Jawohl! Jetzt hat er ihn durchschlagen, endlich. Jagdtiger, kein Problem. Da sind sehr viele, die können alle auf Julian schießen, ja. Oh, das war der Lüfter, den er getroffen hat. Der wird nicht hochkommen. Mich wundert, dass die Feinde nicht auf ihn schießen. Er steht doch da eigentlich so frei. Achso, seine Kette wurde vom T-34 zerstört. Er hat aber wieder Smoke-Granaten, um sich zu schützen eigentlich. Ja, jetzt kam der Schuss. Wahrscheinlich vom Jagdtiger, ne? Ja, vom Jagdtiger, Tatsache. Ja, ja. Die Maus nur in kleiner, finde ich. So, jetzt kommt er aber dafür mit dem dicken Wemser. Packt er wieder die dicke 18,3 mm. Ne, 183 mm, wenn ich schon Millimeter sage. Packt er das dicke Ding auf jeden Fall aus. Und er hat einen Messerschmied mit Nachbrennern sogar. Med 262. Die letzte der Med, die es gibt. Aber er hat die Nachbrenner nicht, nicht belegt auf irgendeine Taste. Mal sehen, ob er aber trotzdem eine Kill kriegt. Er hat ihn ja ein bisschen getroffen zumindest. Na, die Flak hat ihn aber mehr getroffen. Die 2 Abschusshilfen hat er ja, also er wird ja jetzt nur noch Kills machen. Du musst sehr weit vorziehen mit dem Ding, Julian. Aber gut, er hat den Kill jetzt bekommen. Die Granaten sind nämlich sehr schwer bei dem Ding. Das haben die Japaner auch mit ihren 30 mm. 30 mm sind übel schwer. Die brauchen richtig lange, bis sie an ihr Ziel kommen. Da, wo du sie hinhaben möchtest. Deswegen musst du sehr weit vorzielen. Ja, da war ein Baum. Hat Julian versucht,
den Schüssen auszuweichen, leider ein bisschen fail, aber ja. So, 4 Minuten geht das. Nee, 3 Minuten nur noch ungefähr. Okay, niemandem gehört der Punkt, deswegen ist gerade neutral. Alles klar. Mal gucken, welchen Kill Julian noch macht. Das Ding ist halt wie der KV. Kommt der einmal raus, schießt du drauf. Also schießt du mit diesem Panzer auf irgendwas, explodieren die immer richtig. Der jetzt in dem Fall noch nicht so wirklich. Aber wenn du einmal getroffen wirst, bist du auch sofort tot meistens. Und ja, die lange Nachladezeit haben die Dinger natürlich, ne? Naja. Oh. Meine Müdigkeit heute ist wieder unfassbar. Geschossmasse. 72 Kilogramm ist der Schuss. Also da haben die Leute schon richtig was zu tragen im Panzer, ne? Den kann er nicht treffen. Ein Kill kriegt er aber noch. Den Ferdi, 100 pro kriegt er den Ferdi noch. Oh, weil die jetzt das Gebiet einnehmen, hat er jetzt doch noch eine Chance. Der Julian. Na gut, mit dem Ding ist verständlich, dass Julian da nicht schießt, weil wenn das Ding dann daneben setzt... Ja, das war wohl nicht so geplant. Weil wenn das Ding daneben setzt, dann hat man ein Problem. Weil die lange Nachladezeit ist wieder... Ja, ist für den Arsch. Ja, jetzt ist Julian wieder richtig am Sack. Dann sagt er ihm, nein, bitte nicht. Au. Der Gunner ist unconscious, das ist Schiss. Ich dachte gerade so, unconscious. Also, außer Gefecht gesetzt. Aber er hat ja Schiss gesagt, ne? Das ist natürlich Schiss dann. Ist ganz klar. Unconscious. So. Oh. Ja. Ich würde vorfahren und den Leo bumsen. Jetzt ganz ehrlich. Oder er kommt selber. Ja. Wenn er selber so dumm ist, der muss doch damit rechnen. Aber gut. Was der sich auch immer dabei gedacht hat. Oh lol. Julian wurde noch in der Sekunde zerstört von Bomben. Aber gut. Das war anscheinend nicht so schlimm. Das wurde nicht mehr angerechnet, weil die Schlacht eh schon zu Ende war. Hat er Glück gehabt. Ja. Wie dem auch sei. Wir sehen hier nochmal die Auswertung. Oh, 8 Kills. 6-4. Ja. 6-4-4. Also war eher Glück, dass die gewonnen haben, weil... Ja, wobei. Ne, Kills. Ja, sehr viele mit 0 wieder. Ja, ja. Naja. Wie dem auch sei, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.